So, ja. Ach so, ja, wir sind ja schon live, Digga. Huch. Servus, moin, servus. Was geht, was geht? Silberstein geht. Man kennt ihn, den Klassiker. Ich glaube, heute gibt es nicht so viel zu sagen, genau wie unsere Fahrer seine, nicht viel. Ja, ich sehe gerade, die meisten Top-Kandidaten wieder nicht dabei. Leni Luke fehlt. Hat keinen Bock. Ja. Ja. Ja, aber Aqua ist am Start, Medin ist am Start und Menderes. Menderes und die drei werden wahrscheinlich dann auch das Podium dicht machen. Geil, Fahrrad erst raus. Ja, Podium, ne? Die drei. Ja, ich glaube, das sind die qualitativ am leistungsstärksten aktuell in Liga 3. Richtig. Ja, Silberstein, was kann man so sagen? Die Ja, Box ist gottlos englisch ist die lang, Strecke. ne? Ja. Ja, sehr englisch. Es wird zwar leider kein Tee serviert, aber ja. Cracker und Tee, so ein Ding. Fish and Chips, was da? Fish and Chips. Baked Beans. Ja, Aqua ist glaube ich der erste, ne? Ne, das stimmt. Nee, Gibt's das ist schon mal da stehen. irgendeine wilde Sperre oder sowas? Ne, ne? Ich meine es mal zu behaupten, dass irgendjemand eine Quali-Sperre hat, oder ist das in Liga 2? Was in Liga 2, da ist der Williams Wendig, der hat einfach mal eine Rennsperre bekommen wegen Beleidigung. Im Stream. Eigentlich müsste ich ihn jetzt beleidigen, aber nachher kriege ich Rennsperre. Ich weiß nicht, bin ich Idiot so. Halt ein Kelb, ne? Da musst du nix. Ja, wirklich, also stell dir vor, du beleidigst 2022 nur Leute im Stream. Ja, das sind Themen, über die sprechen wir jetzt einfach mal nicht. Weil, so wie ich rausgehört habe, ist diese Beleidigung so erfahren worden durch meine Ansicht des DNFs, also habe ich mein Team mit Hops genommen. Aber egal. Darauf muss ich manchmal so richtig schön der Cola zippen. Ja, Wie hoch ist was es jetzt gerissen? denkst du für Zeiten? 26er sehen wir heute oder eher nicht so? Also ich glaube, wir haben gutes Qualifying. Ich glaube nicht, Tatsache. Wenn schon, dann wird es nur Aqua oder Anna machen. Wenn zwar vielleicht, aber Anna wird es, wenn schon, machen, aber. Ja, wie der Alpine jetzt schon Kurve 1 im Kies steht. Ja, das Der Alpen. ja, der Flügel ist komplett ab, interessanterweise. Was hast du, ja? Ich glaube, da Schmerzlei das Kies stand, ne? Schauen wir jetzt mal, oh, Kopf jetzt auch weggeworfen, ne? Turn 1. Man da stehen aber. Muss mal den Stream öffnen, damit mein PC jetzt den Chat lesen kann. Das schon übrigens ungültig gemacht in. Ja. Ich glaube, Maggots und Beckets heißt sie. Piscor, kann das sein? Ja, ne? Ja, das kann sein. Wenn ihr jetzt versucht, da mal auf Norman zu springen. Ja, sind wir drauf. Ja, ganz passabel. Da kann man sich ziemlich gut und gerne mal verschätzen mit dem Gas. Ah, da kommt jetzt ein bisschen wenig Schwung. Aber ich glaube, das wird schon einmal. Was, 7,6? 27,6. Ja. Ist keine schlechte Zeit, ne? Almasi 31,3, Aqua 28,2. Wen sehen wir jetzt noch? Mercedes, Wender ist es wahrscheinlich, ne? Ah, der hat aber relativ langsamen Schuss. Next Dutch hat laut Gamer den violetten zweiten Sektor. Wird Madden auf die 4 springt 28,7, ne? Die Zeiten sind komisch. Also ich hätte mehr 27er gedacht als 28er bis jetzt, aber. Ja, 65. Ja, ich glaube, am Anfang ist einfach mal eine Zeit setzen. Vielleicht wollen ja die einen oder anderen, ne, was ich zwar eher weniger glauben kann, aber auf Mediums starten. Ne?
Ja, klar, Copy halt 1,45,9 für Oh, Copy hat jetzt zweite Mal Rekordverdächtig. jetzt, ja. Den hat jetzt Turn 1 wieder rausgeschmissen. Den hat er vorher schon. Gibt der Groot auf eine Schnelle. Als Ja. einziger, erstmal. Also hier ist ja Ja. hier Standard Soft Medium, ne? Also Ja. in der Regel zumindest. Und allein bei 13 Fahrer, glaube ich, das ist alles andere wäre nicht sinnlos. Ja, und so Safety Car weiß ich gar nicht, ob es heute viele geben wird. Ja, 5 Fahrer kommen ins Ziel mit Ansage. Echt? Meinst du? Ja. Okay. Gut, Purple 1. Purple. Da steht jemand, Copy hat's wieder gedreht. Was gut jetzt recheckt. So, geht ein bisschen weit. Glück gehabt, nicht ungültig. Da müssen die Fahrer aufpassen, hat Halabong ja schon erörtert. Schon wieder nicht Gleich alle ungültig. ungültig. Okay. Da wird reingepayt. Wieder Purple, okay. Da hängt EA schon ein bisschen dran, ne? Also Petowin. Kaufen Sie einen Skin und halten Sie eine Verwarnung weniger. Ja. Oh, 29er, 28, 9. 28,9. Da hat Norman schon mal eine gute Runde gesetzt als ersten Schuss, so, also. Ja. Beschweren kann man sich da eher weniger. Man kann sich da schon eher mehr beschweren, aber Norman verliert einen Wagen absolut in die T-Kurve und ja, Jay Panda ist der Leidtragende. Mendere ist ungültig. War den jetzt der nächste? Aber hat auch schon abgebrochen. Das stimmt, und er startet jetzt seinen Run. Ich bleib da mal ein bisschen auf ihm drauf. Es war nebenbei meinen leckeren Big Mac. Oh, hören wir. Mit den dünnsten Patties der Welt. Big Mac Menü hoffentlich. Nee, ich bestell nur Big Mac ohne alles. Kappa. Was zum? Er haut sich einfach so einen Cheeseburger ohne Käse rein. So, da stehen Cuthead, aber nicht ungültig. Lass es mal da stehen. Aber, oh, das schaut noch nicht so Nicht so schnell erfolgreich. aus, ja. Ja. Das ist natürlich Stuart an sich jetzt ein Baguette. Ne, wer ist die? Cops heißt die, ne? Cops Corner. Cops Corner steht, ja, das ist davor. Also der ist, wo gecuttet wird meistens. Ja. Da macht das Okay, ungültig. ungültig. Wie weit oder ab wann man das bestraft? Also ich denke mal, wenn man da einmal rüberkommt, okay. Im Qualifying würde ich sogar sagen, wenn man Im die Runde Qualifying kann man gesetzt nichts hat. machen, ne? Ich meine, was kann man im Qualifying machen, ne? Man kann vielleicht eine Quali-Sperre fürs nächste Rennen setzen, ne? Aber Oh, Zeitstrafe oder sowas, ne? Gut, Qualifying-Zeitstrafe ist schon hart, aber. Ich meine, der Gewinn an dieser Kurve ist halt relativ gering. Ja. ja, Aber zum Beispiel im bei Rennen, da kannst du halt Qualifying. viel Zeit safen, wenn du da rüber fährst, ne? Bush hier heißt verpennt Norman J. Panda, geht schnell. Max Touch war es, glaube ich. Und schneller gewesen. Monsieur Fischkopf als nächstes. Mission Fischkopf haben wir so. So, ich bereite schon mal einen Stift vor und irgendwas zum Schreiben, weil ich werde jetzt alles, was ich sehe, aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Dem Kapten Wieder meinst du, was. oder? Ja, Kops. Was ist das denn? Oh ne, Scheiben, ne, jetzt mit Ernsthaft.
Unternehmen, Firma, Firmenbuch, Hilfe, das habe ich voll verdrängt. Alter. Kurz vor die Hausaufgaben vom letzten Jahr gefunden, sagst du. Ja, aber wirklich. Ja, ich sehe. So. Ich will gerade einen Steward da, der ein bisschen Feedback geben kann, wie das bestraft wird. In der Kurve. Also ich weiß nicht, ich finde, wenn man richtig einlenkt, dann kriegt man die Kurve auf richtig. Da gibt's keine Argumente von hier dies und jenes. Also klar muss der Seller dafür stimmen, dass man die Flat nehmen kann, aber das geht auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, die Kurve ist eine der wenigen, bei der du einfach jedes Mal gefühlt anders einlenken musst. Wie meinst du das? Anders einlenken? Naja, du kannst, also am Anfang vor allem nimmst du die Kurve eigentlich, du lenkst ziemlich früh ein, aber je weiter der Verlauf kommt, desto später musst du einlenken, damit du richtig die Kurve triffst. Und das ist eben die Herausforderung, was ziemlich viele dann unterschätzen. Ja, du musst aber ganz links einziehen, ne? Und so wie ich jetzt schon gesehen habe, manche fahren die nicht ganz auf dem Curb drauf. Du musst ja schon komplett links auf dem Curb stehen mit dem Auto. Ja, wenn du dann vielleicht zu früh einlenkst, auf den Curb kommst, dann bist du in der Wand. Und das ist dann eben das Risiko, das wenig Leute eingehen. Aber die Lösung ist natürlich nicht zu cutten, ne? Also Norman zum Beispiel, gut, der ist jetzt auf dem Outlap. Wenn er das nimmt, sie flat, schafft er. Roshi geht vom Gas. So. Alter, ich hab nie erwartet, dass 13 Fahrer ausschreiben so anstrengend sein kann. Ich werde das lernen jetzt noch ein bisschen. Ja, kopiert der nächste, der hier rüber geht. Warten auf Groot. Nehmen wir alles mit, wer da fährt. Naja. Groot so halb irgendwie. Na, Copy 142,9. Das wird nicht reichen. Ja, der hatte ja davor seinen Dreher drin in Turn 1. Ja. 16 Sekunden schneller. Ist er bei einer 29er Zeit? Jetzt so, 1,14. War 27,8. Stark. 27, ja, das kennen wir schon langsam näher der 26er Zeit. P1 ist eine 27,612 gefahren von Norman. So, fragt den Red Bull. Okay, ja, Next Dutch hat wahrscheinlich sein Setup so abgestimmt, dass er die Kurve ohne Bremsen durchfahren kann. Einmal sie jetzt als nächstes. Aber da war keine gute Zeit. Oh, Sekunde verbessert, aber ist noch zu wenig. Norman jetzt 9000stel schneller. Oh, war ein bisschen mehr als 9000stel. 2,5 Zehntel. Oh, gut, nimmt der gute Kurve. Oh, und Fischkopf ist ja immer noch keine Zeit gesetzt. Macht er taktisch, er blufft. Ja, Panda Fehler 1, Panda Turn raus. 1. Fehler 1 in Turn 1, also raus. In Turn 1. Jetzt warte mal. Bushi minimal langsamer. Also ich finde das schon krass. Da sieht man wieder den Unterschied vom Setup. Wenn so eine Fahrer wie was jetzt Aqua die Cops im 7 nehmen,
Britta hat Next Touch einfach im achten Buch. Oh, Schalten in der Kurven ist natürlich wichtig für die Rotation, ne? Was ein bisschen Motorbremse mitnimmst, das Auto schön in die Kurven reinwerfen kannst. Im achten hast du halt kaum Momentum. Ja, aber er fährt im achten Gang schon rein und die anderen fahren in den siebten Gang rein. Also die bremsen oder die, ach so, die schalten gar nicht runter. Ja, achter ist eigentlich relativ unnötig, außer du kannst wirklich im achten nochmal viel Topspeed mitnehmen, aber liegt halt am Setup, ne? Flacher, ja. Flügel und Abfahrt. Daschen kann es schon den ersten Strich jetzt geben. Wenn sie mögen. Oh, Aqua gleich auf mit seiner ersten Runde. Also wirklich kein Tausendstel Unterschied. Na, Aqua ist jetzt so nicht so in alter Leistung. Ja, aber ich glaube, das kommt schon mal. Also jetzt zwei Zehntel mal in den Sektor 2 und ich glaube da. Ah, da hat er den Schwung verloren. Ne? Geht auf 2. Also, so schnell kann es gehen. Bin aber schnelleres gewöhnt von ihm. Ja, definitiv. Mein Norman, absolut überrascht, dass der so schnell ist. Oh, der hat ein paar geile Tricks erhalten. War mir eigentlich schon klar, dass Norman diesmal weiter vorne stehen wird. Da ist das so. Ist das ein Professional Trainer oder wie? Ein richtiger Personal Trainer aus dem Fitnessstudio gewesen. 27-0. Ciao. Ja. Er will die 26er zeigen, wollte, das wird jetzt bei ihm nichts mehr. Und Copy. Dreht sich Turn 1 wieder, also ich glaube bei ihm. Was das? Groot hat auch keine Zeit, sitzt auch keine Zeit mehr. Medin, ja. Minimal schneller. Ja, 27-0 ist Liga 1 verdächtig, glaube ich. Also. Können wir mal reinlunzen. Was letzte Season die Hot die schnellste Runde war. Wo sind das Fahrerbriefings, ne? Schnellste Runde 26-1 von Haderbang. Ja, okay. Never mind mit Liga 1, aber es ist Liga 2. Ja, ich persönlich Vorschlag an Haderbang, wenn du es sehen solltest. Ich weiß nicht, wie, was für ein Mehraufwand das wäre, aber von allen drei Ligen die Top-Zeit zu zeigen. Damit man sie dann auch irgendwo vergleichen könnte. Weil die waren jetzt Liga. Oh, Madden hat es absolut in die Wand genommen. Aber kann Schaden, noch Flügelschaden. Ja, Copy ist eh illegal. Norman hat schon abgebrochen. Madden auch. Ach, den hat natürlich schon. Ah, ungültig. Boah, ungültig, schade. Das ist halt das, ne? Machst du Lenkung ein bisschen auf, gehst off-track, dann kriegst du halt diese ungültige Runde nicht. Fährst du es aber so, dass du gerade so an der Grenze bist, ist so ungültig. Deswegen tun auch so viele Leute, denke ich mal, nach außen ausweichen, ne? Mhm. Na Robert, du weißt ganz genau, weil man so schnell ist. So, Bursche, könnte sich verbessern, ne? Ist lang, bei der Red Bulls. Ah, ne, fehlt ja fast, gut, das ist ein paar Tausendstel sogar nur. 4 für P6. Boah, ja, war es mit genügend Risiko. Ja, doch, ja, doch, stark. P6. Oh, schau. Habe ich in meiner Nase gesehen, dass so eine Zeit kommt. Oh, da ist er noch in der Nase drinnen, ui. So, Madden und Dustin.
muss jetzt aber eine wichtige Frage stellen. So eine Burger mit oder ohne Gürkchen? Ich weiß, was du für ein Mensch bist. Du bist so einer, der isst ohne, ne? Ja. Aber ich bin so einer, der da so kein Problem mit hat. Also, die, wenn sie da ist, wird sie auch in den Magen gesteckt. Boah, also ich weiß nicht, ob ich mich mit dir anfreunden könnte. Ja, yeah, also ich glaube, wenn ich dich sehen würde, würde ich sofort österreichisches Karies bekommen, aber... Rassismus. Nee, keine Ahnung. Also... Biebs, was sagst du? Hamburger oder allgemein Burger mit Gurke oder ohne Gurke? Mit, guck. Ah... Ruhe in die gefallenen Soldaten. Ja, da haben wir nochmal ein ganz kurzes Ergebnis. Norman vom Menderes. Fuck, war voll Copy. Viali, Burschi, Medin und Fischkopf. Auf Level 7 oder 8 müsste es gewesen sein. Ja, aber krasse Zeit, ne? 27-0. Liga 3 von Norman sogar. Der jetzt das erste Mal auf dem Podium steht, glaube ich, die Season. Ja, mal schauen, ob es. Ob es ein Läufer so vorkommen wird. Ich habe so eine coole App, da steht es ja drin, wie oft der Kollege auf dem Podium stand bisher. Boah, ja, voll der coole App. Nee, noch nie auf dem Podium gestanden. Die coole App unterstreicht einfach meine Arschkämpfe. Wie oft die ich schon in die Wand geschmissen habe. Ja, alle starten mit Soft bislang. Und ich glaube, da wird es ja nichts daran ändern. Ne? Naja. Das Soft Medium ist auch die schnellste Variante. Soft Medium Soft. Meinst du? Also nee, hast du jetzt gesagt, oder nicht? Oder hast du Soft Medium? Soft Medium habe ich gesagt, nee. Oh. Ja, wird schon sein, immer was kann man anderes machen. Man könnte, wenn mehrere Fahrer sein, Medium Soft und dann versuchen mit den Mediums irgendwie dran zu bleiben, aber bei 13 Fahrern macht es einfach keinen Sinn. Ja. Was ich aber schade finde, ist, dass in dem Spiel irgendwie die Variabilität mit den Reifen fehlt. Ich meine, die Reifen gewinnen so oder verlieren so jede Runde, keine Ahnung, 8-7% so, keine Ahnung. Und das ist bei jedem so. Ja. Also es kann nicht sein, dass einer mal vielleicht ein bisschen mehr Reifen verbraucht oder einer mal weniger, dass man so vielleicht wirklich 3 Runden Reifen bedingt früher an die Box muss. Bei so kurzen Stints glaube ich nicht. Aber bei 100% Rennen, da wird das vielleicht interessant. Also 100% Liga. Ich bin dabei und haue mir in der ersten Runde jeweils raus. Ich hab mal hier in Debattierkorb reingeschrieben mit dem aus jeder Liga die schnellsten Runden droppen. Boah, das ist ja ein Luxus, muss ich ehrlich sagen, also. Bin gerade absolut am struggeln, weil mein Kühlschrank hinter mir einfach 10 Grad zeigt. Der sollte nur 4 Grad zeigen. Ich hoffe, du bist wieder kalt. Kühlschrank, komm heim. Werden wir jetzt eigentlich langsam mal starten könnten. Also, ich weiß nicht, ich habe nichts dagegen. Chainsaw Man erscheint dieses Jahr. Okay, fast verstehe. Ah. Ja, wir warten. Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte.
Das wird lecker, Party. Ah, hier. Was wird lecker? Hat's einen Meter reingeschrieben. Oh, Meta. Muss man was sagen, was lecker wird, damit ja was, was du genau manch. Ich meine, ich glaube, ich weiß, was du manch, aber. Naja, bislang trifft diese leckere Analyse nicht ein. Was ist ein Andretti Autosport, Alter? Für Formel 1 Kollege oder so, hä? Oder das verpasst? What the fuck, wie ist hier, warte mal. Mario Andretti. Michel Andretti, der will irgendwie ins Formel 1 Business einsteigen. Meta, du weißt, kennst ja alles, hau mal raus. Ja, Michael Andretti hat 2003 das gegründet, aber das Rennen beginnt jetzt endlich. Ja. Kannst du vergessen haben zu kaufen? Nötig. F. Ja, lang keinen mehr. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was Meta macht mit das wird lecker. Ja, jetzt weiß ich schon. Ach, du bist ja live, ne? Oh mein Gott. Was denn? Mit dem Gürkchen oder was? Nee, das wird definitiv nicht lecker. Außer wenn sie nicht drinnen sein, dann wird's lecker. Ja, wahrscheinlich meinte das jetzt mit Chainsaw, ne? Ja, Ja, also ich vermute, ein mieser dicker Unfall in Kurve 1 hat mir lange nicht mehr. Also echt jetzt lange nicht mehr, Liga 3. ja. Aber ich glaub nicht. Also. Das Ding ist halt, auf dieser Strecke hast du so viel Topspeed schon in Kurve 1, finde ich. Vor allem als Hinter, wenn du von hinten kommst. Und dann kannst du ja gerne Unfall machen. Ja, aber die Kurve 1 ist halt leider nicht so eine rustikal abbremsende Kurve. Also, das ist eher so eine. Du gehst jetzt mal kurz vom Gas runter, damit du dann die nächste Kurve gut dran gehst. Und bitte mal auf Almasi drauf gehen, der lässt gerade ein bisschen Abstand. Ja, schon fett. Ja, einmal sie, das vierte Mal schon. Wo hab ich den Controller überhaupt hingelegt? Ach hier. Wild. Einen Controller eingeklemmt. Ja, das ist auf jeden Fall extra mit Big Ist ja Lücke mehr als zehn lassen. Wagen länger. Ja, ich tue schon mal vorbereiten für den da. So, Telemetrie Genau, lassen wir mal ja. aus, ja, braucht man jetzt erstmal nicht. Ja. Damit wir sehen, wie weit, wie schön der Abstand eigentlich wirklich ist. Das ist schon echt weit. Sehr weit, ja. Wobei ich überhaupt nicht weiß, ob es wirklich stimmt, dass wenn du so länger vorne stehst, dass hier Greifmöglichkeit werden. Also Ja, das glaube ich aber auch nicht ganz. Also ich kann es mir nicht vorstellen. ich glaube nämlich, sobald du über halt in die KI wechselst, ab dann wird Temperatur gespeichert. Die bleibt dann auch erstmal so, bis du halt wieder in deinem Ding drin stehst. Ja, bis die Startlichter angehen. Nee, Leon, der hat sich gedreht. Der fährt die ganze Zeit schon so entspannt. Ja, diesmal, dass du die Fackeln kommentieren, wenn du Bock hast. Das hört sich geil an, ja. Oh ja. Ich hau mich gleich nach vorne rein. Ich bin mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Das haben Auch wir ein jetzt Red auch Bull. hoffentlich bald einmal. Ja, das setzen sie alle Autos zurück und damit gehen die roten Lichter an, die fünf roten Lichter zum großen Preis von Großbritannien und aus die Dinger mittel ziemlich guter Start von allen. Eigentlich, es scheint jetzt hinten ein bisschen was zu geben, aber. Vorne gibt's dann nichts, alle kommen sie durch Turn 1, kein Unfall und Ah, nur sehr viel Platz sonst gibt's gelassen. keine großen Änderungen. Oh, okay, Jetzt ja. doch, zweite Kurve. Da hat's irgendwo sehr eine Rauchwolke gegeben.
Alles sehr fair, ey. Das ist wild. Ja, und ja, da, Next Dutch und Marco Fischkopf. Oh. Fehler. Ich hab nur einen Reifen fliegen sehen. Haas ohne Flügel, VC, wild. Was ist denn da passiert, ey? Scheiße, Mann. War zu langsam. Safety Car, nach drei Kurven. Next Dutch ist mit Fischkopf durch die Turn 3 durchgefahren, da über das. Und dann haben sie Dutchy ist rechte Rad hinten, vorne ans linke hinten berührt. Und Fischkopf ist nach links gezogen, dann nach rechts gezogen, in die Wand eingeschlagen, hat wahrscheinlich dann Next Dutch mitgenommen. Und den Haas hat da danach fast mitgenommen, aber der hat sich dann irgendwie noch retten können oder so. Ja, der hat einen Flügelschaden. Und das Safety Car ist draußen. Das heißt, nur noch ein Fahrer, dann haben alle Punkte. Das ging schnell. Also ich glaube, die fünf Überlebenden, das wird da bald einmal realistisch sein. Meta wieder dezent kochen. Ja, wird man nicht callen, dass nichts passiert, ja. Ja. Ich sagte eben noch, das heißt, man wollte den Safety Car haben, weil die Banden sind weit, aber gut, ne? Da wurde man straight Richtung Wand gelenkt. Dann Fischkopf und Dutchie werden eingeladen, ne? Oh, ey, ich verstehe es nicht. Diese 5 Sekunden im Safety Car Box Einfahrt, ne? Ja, das ist. Bisschen unnötig, ein bisschen, Mann. So, machen wir jetzt vor. Ja, haben wir 2 DNFs, ne? Das ging schnell. Elpen und Dutchie ist raus. Ich glaube, Dutchie wird kochen. Ja. Marco. Beste, jetzt will ich beide gleichzeitig einladen, sonst haben wir hier gleich, Ja, ich lade jetzt mal einen Fischkopf ein. Weiß nicht, was bei der Box einfach einen Bug gab, aber es sah mir halt sehr danach aus, als es zu spät gebremst, weil Flügel. Dann gehen die Bremsen irgendwie nicht mehr. Ja. So. Ja. Mediums oder 1 durch? Also vom Bauchgefühl 25, 24 Runden bestimmt. Also. Guck mal, was er gegangen ist, der Kollege da vorne. Ich auf die, also auf alle, ich auf die Soft, ja. Könnte man jetzt nicht auf Mediums durchfahren? Also, wäre vielleicht so auf Hard oder Medium gegangen, ich denke mal Hard nicht, aber Medium mal auf YOLO riskieren. Warum nicht, ne? Weil es gibt wieder mal eine Quelle, die behauptet, die Mediums sind schneller als die Softs. Komisch. Wie in Österreich, Medium schneller Soft gewesen. Ja. Ich hoffe, es gibt's aber im Game, dann in Formel 1 im Spiel A, dass einmal die Mediums bessere Rennreifen als die Softs sein. Ich meine, das heißt jetzt eigentlich auf ziemlich vielen Strecken, vor allem Abu Dhabi, glaube ich. So mal um Annahmen zu nennen. Na, Leon sagt schon, man kann auf Medium durchfahren, aber gut, klar, als P11 macht's, glaube ich, eher weniger Sinn. Weil du dann durch den, sage ich mal, Undercut, den du so halt machen würdest, wenn man so nennen darf, nicht so viele Plätze gewinnst. Ich da mal Next Dutch ein, ich glaube irgendwie fishy. Der ist gebrochen. Wie seine Radaufhängung. Boah. Der kann gut, oder? Ja, aber der kann richtig gefährlich. Also ich glaube, der wird jetzt eine Anzeige schicken gegen die Cybermobbing. Da ist er, der Dutchy. Ja, guten Abend. Mahlzeit. Die Ruhe selbst, muss ich sagen. Ach, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, wir haben es kurz gesehen. Mein Teamkollege sagt einen bestimmten Namen und sagt, oh, nimm dich in Acht. Und ich sag, ich werde ganz vorsichtig fahren, da passiert nichts. Und dann kommt auf einmal einer links neben mir auf den Rasen und schießt quer über die Strecke, wo ich bin. Und das ist ganz toll. Und mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ob das jetzt ein Fehler oder Pech von den anderen war oder wie auch immer, aber ich war dann zufällig genau da, wo ich nicht sein sollte. Und ja, das ist dann. Ich kann mich nicht an meinen letzten DNF erinnern. Die Statistik habe ich jetzt mal eins zugefügt. Ich glaube, es ist das zweite Mal überhaupt, dass ich jemals ein DNF erlebt habe. Ja, das
Ja, schade. Ne? Also gab es da halt keine Kollision zwischen Spalten, nur als er dann auf der Strecke stand und du dann halt angerauscht kamst, oder? Sein Stream sah es halt irgendwie aus, verkeilt und dann. Nach Start von Ziel kommt ja der Rechtskurve, Linkskurve, das ist aus Südkurve 3, war der links neben mir und ich bin außen rum im Prinzip. Der hat versucht, irgendwie dann innen noch durchzukommen, ist auf den Rasen gekommen, so wie ich das jetzt sehe. Ja. Mhm. Ist auf den Rasen gekommen und hat versucht, zurück auf Strecke zu lenken. Und das ist ihm nicht gelungen, er ist quer über die Strecke geschossen. Ja, und da war ich halt rechts neben ihm. Ne. Also ja, so ein unglücklicher Unfall, ja, leider mit. Er hat gegen die Bande geprescht, ja. Ich glaube, da war noch ein drittes Auto mit involviert hinter uns. Ja. Irgendwie hat es, glaube ich, auch... Ja, das war der YBM. Ja. Der da war, weil ich muss jetzt aber kurz reingrätschen. Norman startet das Rennen neu. Ja. Ja, das war jetzt eigentlich so ein semi-guter Start. Aqua hat, Copy hat ziemlich geschlafen zwar, aber... Ja, tut mir leid, bitte weiter interviewen. Ja, du hast schon gesagt, ja, was ist nächste Woche dran? Saudi, kann das sein? Ja, Saudi-Arabien. Das ist die einzige Strecke, die ich bis Saisonende nicht mitfahren kann, weil ich arbeiten muss. Bin ich aber auch nicht allzu traurig drüber, weil Saudi-Arabien ist ja, boah, das weiß ich nicht. Ne? Das ist von alter Hasen, der von seiner Routine lebt, sage ich mal, ist diese relativ neue Strecke für mich immer noch eine Strecke, die ich ja nicht so, nicht sowieso nicht viel ausrechne. Also, passt ja. Also, und tut danach, nicht so weh, nicht mitzufahren. Ja, das ist, ist halt so. Ich werde jetzt Burschi sein Jeff machen und ich werde ihn irgendwie versuchen mit nach vorne zu kriegen. Das hat er bei mich vor zwei Rennen auch gemacht, wo er mal ein DNF hatte. Da hat er mich auch bestens geholfen. Ihr erinnert euch vielleicht dran an diesen Boxenstopp von Trocken auf Mediums, auf Intermediates in Österreich, wo ich dann 10 Plätze nach vorne gekommen bin. Ja, das habe ich auch an Bursi zu verdanken, ja, weil er den Jeff gemacht hat, der auch gut mit aufgepasst. Und ich hoffe, dass ich dem jetzt helfen kann. Und dann werden wir sehen, wo Red Bull noch landet. Mhm. Ja, das würde ich noch planen. Dann wünsche ich mal Bursi viel Glück. Bis jetzt P6, sieht gut aus. Ja, ja, muss dranbleiben. Geh jetzt auch wieder zurück in die Fahrt, die man nimmt. Ja? Gut, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder hier auf der Strecke. Ja, und viel Spaß. Danke, dir auch noch. Ciao. 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 Ja, gut. Ich bin tatsächlich schon am Strich gemacht, ne? Also der erste Fahrer, den hat schon getroffen, ne? Mit am Strich. Oh, war Aqua wahrscheinlich, kann das sein? Ja, das ob er es gemacht hat, war es nicht. Ich habe jetzt auch einen bewusst genommen, weil den werde jetzt auf den werde ich jetzt draufbleiben und der wird das wahrscheinlich öfter machen. Ne? Okay. Ja, bis jetzt wieder sehr ja, ruhiges Rennen. Abstände alle bleiben ja gleich, ne? Ja. Dustin hat schon eine relativ große Lücke. Schauen wir mal, ob der. Quartier, ja, passt. Na, ja. Aimbot schreibt ihre Interview, so cool ruhig zu bleiben, ja klar. Ja, das ist also, das ist schon. Rennen ist klar vorbei, ist ärgerlich, aber gut, er hat ja schon, glaube ich, früher erkannt, dass es halt sehr unglücklich war. Ja. Und solange es nicht extra war, dann, ja. Dutchie ist ja eigentlich ein guter Sportsmann, deswegen. Ja. Ja, und Norman, der zieht Menderes davon, also 1,5 Sekunden gleich. Ja, und Kroppi hat sie wieder rankämpfen können, trotz seinem, sagen wir jetzt mal, miserablen, ne? Restart. Ja, aber auch Aqua, der kann auch nicht am Menderes wirklich dranbleiben, ist jetzt ein bisschen hin und her am Schwanken. Also die Kandidaten, die wir behauptet haben fürs Podium, stehen da momentan. Ja, außer Madden, die jetzt als Norm anstelle von Norman sehen, aber. Na, ja, der hängt in der Bursche fest, der kommt nicht so vorbei, hat dazu jetzt DRS offen, aber ich glaube Bursche fährt wieder einen sehr flachen Flügel, was so Topspeed hilft. Es wird schon gesagt, Aimot oder Leon fahren halt für Norman. Ja,
Ja, das muss natürlich mal den sehr aufpassen. Mit dem flachen Flügel, die Kurve nimmt er besser. Das kann er vorbeiziehen, wenn er ein bisschen die Knöpfchen benutzt, aber reicht noch nicht ganz. So, das war jetzt, das habe ich gesehen, mein lieber Kollege. Und immer noch Kofferwarnung, also jetzt ist schon beim ersten der zweite Strich drauf. Striche werden verteilt hier. Ja. Ja, momentan ist auch die größte, engste Lücke Mudding und Busch. Jetzt mal die nächste Chance, geht in rein, ja, Busch, hier ist viel Platz. Ja, ist sehr viel Platz. Also, Man hätte dann trotzdem aggressiver reinstechen müssen oder reingehen sollen, dass er den Move wagen kann. Inspektor Patti nimmt sich den Fall an. Oh, ja. Patti auf der Mission. Ich bin auf einer geheimen Mission. Problem ist dann einfach durch die Fahrer durchzuswitchen in der richtigen Zeit, dass du da siehst, ob sie drüber fahren oder nicht. Ja, vorne jetzt Aqua an Menderes, der kommt, zieht da ein bisschen ran, aber reicht auch nicht. Gehen wir zurück auf Madin. Jetzt wird's aber reichen für ihn. Ja, ist er vorbei. Bushi mit einem Switchback vielleicht? Nee. Kotter so, jetzt könnte es eventuell auch für Aqua reichen, denn der zieht jetzt ran und Hamilton Flashbacks Interflies. Oh mein Gott. Geht aber, boah, close. Der Mercedes, na, der muss Abstand halten, ne? Ja, aber hat Menderes gut gemacht. Gut verteidigt. Okay, da könnte es jetzt möglicherweise schon auf Nummer 3 schlagen. Ne, das hat er Verwarnung gegeben, das lasse ich aus. Und da hat er. Ja, jetzt aber daschen Aqua an Menderes vorbei und ja, 2,5 Sekunden auf P1. Norman momentan allein unterwegs auf der Strecke. Und YBM mit der Zeitstrafe von 3 Sekunden. Und nach hinten. Ja gut, Taschen am Boschi, da gab er auch schon die letzte Mal ein paar Schlägereien, sag ich mal. Auf der Strecke. Das ist jetzt interessant ausgedrückt. Oh, Menderes mit 3 Sekunden. Das ist früh, tut weh. Ja, und Aqua, der kommt doch an Norman ran, hat schon eine halbe Sekunde gut gemacht. Ja, aber sonst wie immer alles sehr ruhig. Krümelmanöver. Aber das hat die Streckencharakteristik so an sich. Bist du einmal im DRS drinnen? Gibt's einen DRS-Train? Bist du nicht drinnen? Bitte weg, ja. Steck mal nächste Woche, wird dafür spannend, in Saudi-Arabien. Da sind, glaube ich, die Carbon-Teile schon geliefert worden für neue Flügel. Ja. Sehe ich aber hier ein Copy an Menderes dran. Ja, Menderes hat Probleme, der verliert am Boden immer weiter. Ja. Muss eher erstmal drauf. Copy im Vorteil. Und Madden hat Groot vorbei, ja, da hat er einen Fehler geben müssen. Denn Groot war tatsächlich nicht einmal so weit weg, weil Groot jetzt an die Box fährt. Macht dann ganz unruhig, ne? Undercut. Großbritannien ja anscheinend die Boxenstraße mit der längsten Dauer. Alles in allem. Also reinfahren, abfertigen, rausfahren. Ja, über 30 Sekunden, glaube ich, kann das sein, ja, ne? So in die Richtung. Mit dem hat jetzt über 30 Sekunden noch. Komm, Groot hat da keinen Flügelschaden, ist ein Undercut-Versuch. Kommt jetzt wieder weiter weg von Menderes und. Ja, Aqua wieder eine halbe Sekunde auf Norm angefahren. Das nächste Duell ist halt Dashton und Bushi. Dashton haben jetzt Kies mitgenommen. Bushi noch bei 70%. Ja, Menderes macht jetzt durch die Cops immer ziemlich viele Fehler. Und da gibt's und Groot ist raus. Fehler. Safety Car könnte sein. Ja, Safety Car. Ja, Safety Car. Warum auch immer, wir gehen schon auf Almasi. Gucken uns mal, wo er da fliegen gegangen ist. So, damit werden Groots 2 Striche gestrichen. Tatsache, 2 Striche hat Groot schon kassiert.
Na, er war der Kandidat. Ja, aber es gibt noch einen zweiten, der zwar hat, also. Okay. Norman aber jetzt in die Box, ja, macht er gut. Ist ja, willst du anderes machen? Ich glaube mal den Groots da eine. Und Norman fährt mit 61 km in der Box, alle mit 61. Sass, okay. Nochmal Strich für alle machen. Speeding in the Pit Lane. Oh, Jay Panda mit 62 jetzt sogar. Ja, und jetzt alle auf Medium, ja gut. Almasi mit den Hearts, jetzt mit dem absoluten Undercut. Na, viel zu weit weg leider. Ich würde aber jetzt wieder reingehen und auf die Mediums gehen. Er muss wieder abbremsen, ne? Er muss wieder abbremsen, weil... Ach, gut, kommt wieder rein. Hallo. Ich bin überrascht. Moin. Ja. Box gewesen, Kurve 3, Rennenende. Woran zu legen? Zu viel Gas gegeben. Zum Gas gegeben. Ich wollte rausbeschleunigen und dann zu viel Gas gegeben und dann bin ich halt direkt weggerutscht. Ich wollte nur seitlich einschlagen, hat aber nicht, leider nicht funktioniert. genau in der Ecke mit dem Vorderrad und der ist dann direkt abgefallen. Okay. Ja. Ja, bis jetzt rennt eh nicht so spannend aus unserer Sicht. Ich glaube bei dir auch nicht so die Duelle gewesen. Was hättest du so im Kopf gehabt? Was war dein Ziel? Top 5? Zum ersten Mal mit Lenkrad hier gefahren, deshalb, ich wäre einfach nur mitgefahren, aber ich war Fünfter, ich glaube die ersten vier waren ziemlich schnell unterwegs, Martin kam immer näher, aber ich denke so Sechster oder sowas wäre schon drin gewesen. Halt ärgerlich jetzt. Ja, gut, mehr Fragen können wir nicht stellen, außer nächste Woche die klassische Kortrut 64 Frage von früher. Ja. Also Saudi-Arabien ist so eher die Lenkradstrecke, kann man so behaupten. Also da bist du mit Lenkrad, denke ich mal, auf jeden Fall mehr im Flow drin, ne? Ja. Könnte für dich also ein Vorteil sein. Was denkst denn du so? Schon mal angefahren mit Lenkrad oder noch gar nicht? Noch gar nicht. Letztes Jahr war ich mit dem Controller da, bin ich mitgefahren. Da ist schon ziemlich schwierig mit Controller zu fahren, finde ich. Aber ich glaube, mit Lenkrad muss man ein bisschen üben. Könnte wirklich vielleicht besser laufen. Ja, könnte auch viel mehr Spaß machen. Ja, das ist auf alle Fälle, das ist für jeden, der es mal ausprobieren sollte, sollte auf alle Fälle mit Lenkrad mal fahren. Das ist auf alle Fälle echt viel, viel besser und macht viel mehr Bock. Ja, na gut, dann, Party, nur noch Fragen, sonst haben wir Stelle nur mal hier. Ja, na, also ich kann nur sagen, komm nächstes Mal, Stall gerade so rückwärts so an den, greif nach den Sternen, ne? Ja. Denker und Dichter ja, DC Party. Schönen Abend. Ja, euch auch, ne? Danke fürs Kommentieren. Gerne. Jo. Ciao. Ciao. Ja, im Chat wird schon überlegt, warum Almasi auf den Harten bleibt. Ja, ich glaube, das ist so ein. Irgendwie hat er ein Ziel. Ich meine, rechnerisch ist das gar nicht mal so verkehrt, weil die Harten sind ja auf die Länge schneller. Denke ich mal. Aber ich glaube, in den 15 Runden, die jetzt gefahren werden, werden die Mediums nicht so schlecht, dass die Harten sich auszahlen könnten. Ja. Habe ich so ein Gefühl. Das wäre Mercedes gute Ding. Aber gut, wer weiß, vielleicht ist er gleich auf dem P1, aber man munkelt. Tja, Almasi hat aber auch schon die... Ach, haben alle an, diese Leuchte. Interessant. Welche Leuchte? Ja, Meter sagt auch Medium, also 15 Runden, das ist ja nichts für den Gelben. Ich meine nochmal 3, 4, 5 Runden mehr, dann könnte man sagen, okay, vielleicht am Ende nochmal die Harten, aber... Ich glaube, wenn du auf P10 bist, dann bringt ja diese 3, 4 Runden, wo der Harte schneller ist, auch nicht so wirklich viel. Außer die Mediums sind halt bei 70-80%, was aber niemals sein werden. Stünde jeder in den Punkten, also... Ja, 13 Fahrer, jetzt sind wir noch bei 10, jeder Punkte. Ja, wie immer halt, da Safety kommt immer dann, wenn man ins Boxenfenster kommt, wo es spannend wird. Und jetzt vielleicht gucken, vielleicht gibt es wieder einen miesen Unfall, Kurve 1.
Ja, ich Wobei glaube bei auch nicht, 10 dass wir Fahrern ist die so Chance sehr schnell. gering. Ich hoffe, diesmal macht Copy ein bisschen was besser im Restart. Ja, wir halten mal Norman Auge, ob der es besser macht oder Aqua. Boah, der winkt nochmal noch ziemlich umher. Ja, rührt noch sehr, also das Lenkrad. Ja, gut, Aqua ist bereit, er wartet auf Norman. Macht dann sehr späten. Ah, doch, war was besser, der Restart. Und wenn Copy hat es schon wieder nicht geschafft, richtig ganz beim oh, gelb, gelb hinten. Na, war, glaube ich, weil es so langsam wurde. Guck mal, ob Almasi mit den harten durchkommt. Ja, kommt er. Und jetzt hat's wieder alles an analysieren. Oh, mit Boschi drauf. Oh, wieder alles sehr clean, wobei Aqua jetzt an Norman klebt. Ja, Menderes ist auch direkt dahinter. Aqua kommt wohl besser, die Medium schon klar nach den ersten paar Kurven. Oh ja, das könnte ein Überholmanöver geben. Das wird Das ein wird. Hamilton. Wow! Na gut, da muss Norman weit gehen. Ja. Und da haben wir, glaube ich, den ersten, der dreimal das gemacht hat. Jetzt schauen wir an, ob da. Ne, das hat eine Warnung gegeben, das passt. Ja, ich glaube, Norman, der hat jetzt ein paar Problemchen. Ich werde gucken auf die ERS-Chain, ob da viel benutzt wird. Oh ja, doch, ja. 10% mehr als Norman. Ich auch, Alter. Da ist Aqua jetzt ein bisschen weit gekommen, aber ich glaube, das ja, hat eine Warnung gegeben. Also man sieht da schon, Bursche kann das Tempo da nicht mitgehen. Die bilden da ihre eigene Gruppe und Almasi, ja, kann eine frische Reifen. J-Panda holt sie die 30 Sekunden. 3 Sekunden schön. Also Runden zu mitnehmen, bitte. Ja, und die Ex ist von Aqua viel stärker. Fast 2 Zehntel beim Rausbeschleunigen gewonnen. Norman Just nichts. Und jetzt, Ja, na, das wird ist jetzt diesmal unnötig. nicht reichen. Das ist unnötig von Aqua, dass er da eher es used. Ah, Norman jetzt Oder? weit, das könnte eine Verwarnung gewesen sein. Ja, aber da hat man nicht gesehen, dass also er hat extrem gezuckt. Warte mal. Beim Versuch, den mal aufzufangen. Ich schau mal an. Ne? Boah, was war das denn gerade von Panda? Norman. Hat aber gerade Verwarnung gegeben, also ich schreibe das jetzt mal auf. Na gut, dann können wir die Liste mal ohne Kommentar einfach mal an die Stewards weiterleiten. Ja. Die entscheiden das dann, weil das geahndet wird. Das mache ich dann am Ende des Rennens. Immer macht das jetzt entlaufend. Norman 30-3, schnellste Runde. 3 Zehntel schneller als Aqua. Oh, der Stair ist aktiviert. Jetzt, Muss erstmal Aqua schauen, dass er drin bleibt. Muss schauen, dass er drin bleibt. alles sind drin. Es kommt der ewige Grauen des DRS-Trains. Ja, 1 bis 5 und dann dahinter ist ein bisschen Duell Dashton und Boshi, aber Dashton zieht zurück. Das hat sehr Probleme bei der Cops Corner. Das, wenn das jetzt keine Verwarnung geben hat, nachher muss ich. Das hat keine Verwarnung geben und das gibt einen dritten Strich. Boshi Dashton used extremst, also bei über unter Ja. 10%. Sticht er jetzt Aber das aber nicht reicht rein. nicht. Nee. Nee, aber Bro, das ist da gut gemacht. Ja, wenn Aber man das so hat er viel doch. used, da musst du einfach, dann bist du gezwungen zu stechen, weil sonst ja, bringt dir das halt nichts, Gutes zu haben, ne?
wenn der Rest jetzt auch aus dem DRS-Fenster raus ist und Norman nochmal auftritt. Nummer 30004. Das ist ja interessant, nichts eigentlich davon. Halbe Sekunde auf Norman. Ja, Norman, der used halt ohne Ende, ne? Der ist halt am Arsch, ja, ohne DRS. So. Weil ich ja der Fan davon bin, ich use erstmal nichts und guck, wie er angeschossen kommt, ne? Wenn ich dann sehe, okay, kann gefährlich werden, dann drücke ich mal ein bisschen aufs Knöpfchen. Ja, das stimmt, genauso aber wie hier. Hier würde ich gar nicht usen als Führender, weil das wird eh nicht reichen. Ja, aber das würde ja als Zweitplatzierter erstellen. Genau, die gerade. Als Führender musst du eigentlich nur das DRS verteidigen. Der Rest, das wird nicht reichen zu überholen, außer du bist ja komplett langsam um die Kurve gekommen. Ja, und jetzt rechnen wir bei 0. Gut, auch Aqua kommt jetzt ran. Wird das reichen? Ja, echt, geht rein. Na, no, zieht aber zurück. Na, no, hat Norm gut verteidigt. Na, das sind versucht's, aber kommt nicht voran. Jetzt ja, der flache Flach. Flügel halt, ne? Ja. Boah, das geht da ganz weit, weil er den Curb mitgenommen hat. Weil der In-Curb in der letzten Kurve, der ist super gefährlich. Mal Marsi hier in der Box. Exit haben. Schau's einfach mal an, jetzt gerade den Boxenstopp von einmal Marsi, warum, ob der Flügelschaden hat. Doch, ja, da jetzt wird es Führungswechsel geben. Okay, gehen wir mal drauf. Boah, hat knapp. Boah, hoho. Aber es ist noch nicht gegessen, das Ding. Von außen, Versuch nach innen, aber bleibt wieder draußen. Ja, und jetzt sind wir wieder side by side in. Ja, da löst er nahe, zieht zurück. Zieht zurück. Also ich für meinen Geschmack will das Szenario schon in Liga 2 oder mal in Liga 1 und 2 auch sehen, ne? Na, wie ist ein Wegzimmer, ne? Also ich muss RS wieder angucken, beide usen nicht, nee. Ja, jetzt aber vorbei für Norm erstmal. Ich glaube Almasi hat irgendwie vergessen das ERS auszumachen, ne? Ja, der ist an die Box gefahren von Hard of Soft ohne Flügelschaden, also weiß ich nicht warum. Wo ist jetzt an Dashten? Guck mal hier rein. Bursche gibt aber nicht nach, der holt ja, das wieder rein. Wieder ein bisschen Exit und jetzt kann er später bremsen. Ne? Boah. Okay. Ja, aber das hat euch gut gemacht. Also Bursche viel zu vorsichtig gewesen. Ja. Na, und jetzt komplett aus dem Flow gekommen. Fast 8 Zähle verloren. Norman, jetzt großer Fehler, eine Sekunde schon weg an Aqua. Ja, oder irgendwas wird da gewesen sein, also. Und Akropli, und wenn auf. Den kommt, wenn nicht richtig am Ende des Rand ist, finde ich ja. Na, Boschin, das schon, das reicht nicht. Halt mal halt im Auge kurz. So, gehen wir das nach vorne. Da sind ja auch ein paar Kollegen. Copy, Martin und Menderes. Ja, Menderes kommt heute diese Woche dann nicht so klar auf die Strecke, glaube ich. Norman hat aber gar kein ERS. So ein 5% ist jetzt immer schon ein bisschen wenig. Norman 29.9. Ja, im Vergleich zur letzten Rennen ist P3 für Menderes eher so semi-gut. Vor allem, weil die größeren Konkurrenten dann ja weg sein, nur mit Leni Luke vor allem. Richtig. Und 2,5 Sekunden auf Norman. Eine neue Zeitstrafe.
Norman darf hier nicht usen. Kriegen tust du denn jetzt bei eh nicht. Da würde ich nur ein ES mitnehmen und sparen. Weil Aqua, der versucht auch schon ein bisschen. Jetzt könnte es eventuell langsam mal für Copy werden, ne? Wenn er jetzt die Cops gut nimmt. Bin ich gar nicht vorne drauf. Hinten passt alles. J-Pan. Ja, dennoch würde ich das ERS erstmal sparen. Und dann halt mit einem dicken. Also wenn er jetzt noch mehr Use hätte, hätte man da angreifen können. Und wenn der Rest wird nicht von Copy und oder Madden, ne? Nummer. Ja, Copy darfst du jetzt nicht wegwerfen, ne? Der muss da dranbleiben fürs Podium. Oh, auf Madins Sicht. Ja, ich glaube Copy hat bislang mit der Zeitstrafe in der Hinterhand, ne? Achso, ich glaube Liga 3 oder 1 ist ja. Man muss hier Fakten auf den Tisch hauen. Hier muss jeder Liga 1 Niveau fahren, egal in welcher Liga. Ich hoffe, dass du morgen Liga 1 Niveau fährst, ne? Kappa. Nein, die gucken wir den Stream an, als Tipp kann man das ja benutzen, als verwenden, verstehen. Welche Art von Tipp, dass man Liga 1 Niveau fahren soll? Richtig, einfach mal eine 25er Zeit setzen, also da kenne ich gar nichts. Ja. Im Rennen, aber nicht im Qualifying, also. Ja, hier ist halt der Train groß und jetzt gucken wir nach vorne. Norman wagt es immer noch nicht, aber guck, jetzt hat er schon was gespart. Zumindest ein bisschen. Boah, Madden hat die Kurve jetzt gerade sehr, sehr, sehr eng genommen. Na, jetzt macht das aber gut. Ja, wenig geused. Jetzt dranbleiben, sparen bis Runde 25 und dann den klassischen. Ja, wer ist denn das immer gewesen? Früher in Liga 1, der dann. 31er machen. Einfach mal in der letzten Runde überholen. Porsche, in Daschen. Boah, der. Ja, die beiden, die kämpfen jedes Rennen gegeneinander, also. Haben sich Freunde fürs Leben gefunden. Ich muss sagen, ich habe so ein ganz komisches Kämpfen irgendwie. Will es jetzt nicht so als richtig so was. Also irgendwie so merkwürdig, die sich in anderer Hinsicht verhalten, aber in anderer Hinsicht stechen sie rein. Oh, und jetzt ist aber Norm relativ nah dran, Aqua. Ja, gut, aber Norm kriegt sehr viel ERS zurück, das ist krass. Ja, gerade da stimmt das Setup eben. Man muss ja taktische ERS-Zeichen ausmachen, dass hier niemand chaffen kann. Oh, jetzt hat Menderes aber einen Quersteher drinnen und. Copies dran. Ja. Copy use, dass er dran bleibt, aber das ist tatsächlich nicht mal so eine gute Idee. Weil der Windschatten nicht sehr böse auf der. Ja, jetzt Norman. Norman ist wie am Flow als Aqua, glaube ich. Also kann jetzt gut dranbleiben. Sieht doch gut aus, wie er hier durchkommt. Use jetzt ein bisschen erst. Ah, geht auch vom Gas. Okay, da ist eine Mission hinter. Warte mal. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber jetzt habe ich gerade irgendwie ein absolutes Déjà-vu. Ich auch. Ich glaube, ich bin damals mit Kunde Hot als Kommentator in der Party gesessen und genau auf der Hängerstraße, glaube ich, müssen, nein, nicht die Hängerstraße, das ist die DRS gerade. Da ist irgendein Satz gewesen, der absolut komisch, absolut random einfach war und da haben wir uns so abgelacht. Ich weiß auch nicht mehr, was es genau war. Weiß ich auch nicht. Und Copy wird jetzt auch wahrscheinlich bald mal raus sein, dass ein ES bei einem Menderes einfach mal Gas gibt. Ja, Menderes geht an Norm ran. Eben. Menderes hat einfach alle Reifen gespart. Ja, Norm muss erstmal dranbleiben im ERS-Fenster. Boah,
Boah, es könnte eine ekelhafte Erfahrung für Norma gewesen sein. Ja, schau's mal an. Also eine ganz ekelhafte. Ja, das hat sie gegeben. Bei wie viel ist er jetzt und Aqua? Also. Warte kurz. Aufgezeichnet habe ich bei Norman mal sicherheitshalber Ahne. Wobei, das würde die Stewards eher zum Anschauen geben, weil ich glaube, das ist Tatsache eher so ein Quersteher in der Kurve. Und eine wirklich gezählte. Und Aqua hat zwei gezählte. Und keine aufgezeichnete. Fehler, Norman ist raus. Was? Nein. Curb. Ah, nein. Und weißt du, was das bedeutet? Ja, das ist Aua für Norman. Das wird ihn sehr ärgern. Ja. Bislang ein absolut gutes Rennen gefahren von ihm. Ja. Aber war dann... Und dann dreht es weiter. Ja. Na, heiße Reifen. Jetzt ist er letzter. So schnell geht's. Der merkwürdig rejoint, muss ich jetzt mal sagen, aber... Oh, Martin kämpft jetzt mit Copy, also... Der Copy kriegt weit raus. Martin weiß jetzt, der muss er vorbei fürs Podium, wobei durch die 3 Sekunden vom Ender ist. Komm auf die Intervalle. Ja, die sind nicht einmal 1,5 Sekunden, also... Ja, Reststände, was sagen die? Ja, Mander ist im Vorteil. Robby muss jetzt dran kämmen. Bin schon. Ich. Oh mein Gott, was war da drinnen? Ender ist absolut ein Fehler. Aber es gibt gerade DRS. Na, Messpunkt ist weiter hinten. Oh, Matti geht aber jetzt vorbei. Der war am DRS drinne. Kämpft jetzt gegen Copy. War dann Rad. Schön, das ist sehr schön. Wie schön. Ja, geil. Flügelansicht. Beste. Sehe ich mich drin. Und ja, dann ja, nimmt Copy vor. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht für Copy. P2 ist drinne. Wie sieht's verwarnungsmäßig aus bei Martin Copy? Martin Copy nichts aufgezeichnet bislang und Copy mit keiner Verwarnung. Martin mit einer, zwei. Na, das heißt Martin weiter unter Druck. Kann unser Copy mal einen taktischen Push nach außen machen. Und da hat's BM gedreht. Oh, Copy, Fehler! Dreher! Da ist er raus, Curb, heiße Reifen, Burschi. Guck mal, wie weit der jetzt rankommt. Ja, na, das wird nichts, da will. Also. Ja, da hat Copy das Podium weggeworfen, also. Das ist ganz bitter. Und jeder, der. Ja, jeder, der auf der. Gepusht wird im Chat, der dreht sich irgendwie weg. Jeder auf der Alpha Tauri Seite dreht sich weg. YBM mit ein paar Sekunden. P4 und der Tag gehört hier. Ja, das wird Copy jetzt, denke ich mal, mies ärgern, der Dreher. Ja. P3 war safe durch die 5 Sekunden von, 5 Sekunden wild, 3 von Menderes. Oh, und jetzt ist halt Martin am Menderes dran, ne? Gut, Menderes bei 60% erst. Da musst du zumindest die 3 Sekunden rausfahren. Das wird er, denke ich, mal nicht schaffen in 2 Runden. Außer Martin macht auch einen Fehler. Chat, einmal Martin loben. Einmal Martin bitte mit 1 in den Chat. Und Norman mit einer alten Medium, trotzdem schnellste Runde. Ja. Ja, das Tempo wäre auch gewesen, wenn sie, aber. Leider. Leider der Fehler. So, wir haben YBM mit 15 Sekunden, ne? Jay und Almasi mit 6. Und das steht um Menderes mit 3. Alter. Mir haut's gerade die Cola wieder raus. Oh. Schaust du mal am Ende, wie viele Verhandlungen der hat, zufällig? Wenn du gerade Zeit und Lust dazu hast. Moment, ERS hat 2 Warnungen, Strafe plus Warnung, Warnung, also Strafe und eine Warnung dazu. Okay, das Warnung heißt, den taktischen 3 Sekunden Rückzieher kann er wohl nicht bringen.
Ja, und jetzt Martin, der ist jetzt an Menderes dran und Menderes wartet, bis Martin angreift. Und hinten wird es teaminterne Switch geben. Und verständlich, dass Norman vielleicht nur das stehen angreifen kann. Ja, aber Martin muss muss nicht vorbei. Ja, Martin, der weiß, wo er hingehört. Einfach hinter ihm bleiben und dann vor ihn rein. Rein über die Linie. Ja. Ja, das Rennen, ja, wieder mal nicht so wild wie die ersten Rennen. Und Abfahrt in die letzte Runde, ne? Letzte Warnung. Ja, spannend. Martin auch bei zwei Warnings vielleicht, hat auch noch gleich mal ein taktische... Oh, da stehen und Bursche jetzt mal Rad an Rad durch die... letzte Kurve, aber Bursche hat halt den mehr ERS und kann jetzt später bremsen. Nee, bremst früher. Ja, ich hätte so. Gas geben müssen für ein Switchback. Ja, ins Blöde für Dustin. Oh, Dustin raus! Fehler! DNF! Innenkörb. Schön. Es gibt trotzdem einen Punkt für ihn, aber jetzt allein nicht gerade so. Schön im Gesicht gehabt, die Kamera. Im Blut gehabt, dass es passiert. Büsche die Kamera da wie. Wird Buschi freuen. Ein Platz ohne Kampf gut gemacht. Ja, ja, immerhin er hat der Zeitstrafe, also egal wie, egal wann. Ja, Mali macht jetzt einen ruhigen. Ist jetzt hier nicht zu weit zurücklehnen. Einmal einen Fehler machen, einmal verbremsen leicht so und dann ist man weggebremst. Minderes jetzt auch in der schnellsten Runde, so viel wie er used. Okay, das melde ich immer. Ja, das gibt einen Strich noch für zu mitnehmen. Einen Strich mit Pommes und Mayo zum mitnehmen. Ja. Bitte für Kassa 12. Und wenn das passiert. Oh, Menderes ist schnellste Runde noch geholt. Stark. Ja, ein Aquaquint ist dann von Menderes. Und Kruppi leider nur Vierter. Nur. Na, das haben die sich einfach wieder verpasst, so geschlafen habe ich. Vogelwild. Und Norman, das könnte vielleicht nach Nebenwirkungen. Ja, das gibt die. Das gibt Miss. Was für Nebenwirkungen? Japan hat 10 Sekunden, Miss. Japan hat 10 Sekunden hinten. Ja, Norman hat gerade die letzte Kurve, beziehungsweise die vorletzte Kurve absolut gecuttert, also macht sie da Zeitstrafe gar keinen Sinn. Wenn wir es dann durch, Der Punktepanda setzt seine Serie fort, ja. Licht anschalten.
Ja, also man muss sagen, wenn ich mir das so anschaue, sie haben sie eh zusammengerissen. Für was? Mit was? Mit dem Karten da. Für. Ja. Die extra Ja, mal. Warnings. Genau, ich lade mal Aqua, Madin und Menderes ein. Mach das. Wir können auch wieder wie immer nicht aus diesem Scheiß-Screen raus. Madin. Wie heißt Madin mit Zahlen? 3, 2, 3. Menderes 69, nicht? 69 T. Richtig. Dass sie das einfach mal so Wunderes oder sowas einlädt. Render der Norman hat am Ende 0 der Französisch. So. Dun 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 dun. Grüße. Und da haben wir Menderes. Wobei ich habe noch nicht, weil ich noch nicht höre. Madin? Hallo, Ja, Hallöchen. bei dir hat das ein bisschen länger gedauert, weil die Party bei dir länger braucht zum Connecten. Ja, Ja, das Party ist ist ein eher wahrscheinlich. Geringverdiener. Der hat gutes Internet. Easy. Aua. Weil das ist aber meine Gefühle. Von mir aus kannst du dann auch mit Menderes starten, oder Boris. Ja, ich höre ihn jetzt auch. Moin Menderes. Moin. Herzlichen Glückwunsch, P3. Danke. Ja. Erzähl mal, rund um erfolgreiches Rennen war es dann eigentlich am Ende ganz schon wieder, ne? Die Jo. Zeitstrafe hat da eventuell fast bisschen Schrecken bereitet, beziehungsweise sie hat da ein Schrecken bereitet, aber erzähl mal, wie war denn vor allem das Qualifying und dann das Rennen für die? Ja, das Quali war eigentlich für meine Verhältnisse einfach überragend, weil ich einfach in der letzten Woche einfach überhaupt kein, wie soll man sagen, Gefühl für die Strecke bekommen habe und alles. Weil normalerweise dachte ich immer so, Großbritannien, das ist eine Strecke, die mir liegt. Und im Qualifying, also die Trainingsqualifying 28,3, 28,4, habe ich gedacht gehabt, mit so einer Qualizeit brauche ich mich da gar nicht da aufzutauchen und alles. Habe ich so ein, zwei Settings doch verstellt gehabt und alles, und dann habe ich auf einmal gemerkt, es kann vielleicht doch was gehen. Und dann halt die Zeit halt rausgehauen, und dann habe ich, okay, gut, dann nehme ich Danken mit. Ja, das Rennen, ja, die 3-Sekunden-Strafe, das war halt am Anfang zu viel gepusht und alles. Und gerade so dieses T9 oder was es da ist, wo man da aufpassen soll,
das hat mir eigentlich so das Genick gebrochen, was die 3 Sekunden angeht, weil dadurch, dass ich halt nicht unbedingt diese große, weite Strecke fahren wollte, sondern wirklich dann noch irgendwie die Kurve kriegen wollte, habe ich dann halt 2 Verwarnungen dadurch gekriegt und das andere war einfach zu früh eingelenkt von der Start- und Zielgeraden. Ja, genau. Das war's, genau das, was ich fragen wollte. Ja, nächste Woche ist dann Saudi-Arabien am Start. Erzähl mal, wie die Gefühlslage bei dir da. Also Saudi-Arabien ist auch eine Strecke, die ich mag, aber da kann ich ja leider wieder nicht mitfahren, weil der wieder die Schicht ruft. Aua. Okay, nachher hat sie die Frage geklärt. Sollte Ja. Julian nichts mehr Nö, gab haben, ja nichts Wildes kann soweit, ich außer die 3 Sekunden, aber die hat das schon erklärt. und die kann schnellste ich fahren? Rennrunde, ne? Ja, und die Ja, schnellste Rennrunde Ende. ich wollte es gerade sogar noch sagen, ich wollte sagen, dann lass sie dir jetzt mit deinen 15 plus 1 Punkte für die schnellste Rennrunde. Ja, Ja. die habe ich mir nämlich nochmal gegönnt zum Schluss. Ja, super. Da ganz auf ganz Schlingerli hinterher, einfach mal so 3 Zehntel schneller als die anderen irgendwie. Ja, wie dem auch sei. Ja, Ich gut. sag nochmal herzlichen Glückwunsch zu P3. Danke. Und kann die dann auch in diesen schönen Abend nur entlassen. Danke, ebenso. Jo. Bis denn. Bis Dennis. Ciao, Und ciao. direkt abgegeben, ein Tag-Team-Wechsel direkt auf An Marlin Jule. rein. Ja, erstmal Glückwunsch, Marlin, für P Nummer 02. Danke. Ja, wie immer jede Woche bei dir können wir nicht so viel auf den Rennen eingehen, weil du warst wieder, wie immer, sehr zurückhaltend und hast dann am Ende gesagt, oh, P2, ne? Oder haben wir wieder irgendwas übersehen bei dir? Gut, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Silverstone absolut gar nicht meine Strecke ist. Deswegen bin ich mit dem, was hier jetzt rausgekommen ist, absolut zufrieden. Ja, Qualifying war wie erwartet eine Katastrophe. Also ich glaube, ich habe zweimal jetzt in den letzten beiden Runs habe ich glaube ich 3 Zehntel oder so weggeschmissen. Also ich wäre irgendwo hinter Aqua eigentlich gelandet. Also muss man nicht viel zu sagen. Ja, und dann aus dem Start halt das Gröbste rausgehalten. Ne? Also ich hatte halt Glück, weil ich habe nur gesehen, dass Fischkopf plötzlich hinter mir weg war und ja, damit habe ich mich da auch nicht weiter beschäftigt. Ja gut, die Safety Cars haben geholfen. Was halt leider nicht geholfen hat, war Coppi, der hinter Marcel wahrscheinlich die gleiche Taktik wie ich am Ende gefahren hat, sondern wollte einfach hinter ihm bleiben, weil der konnte sich ja halt die ganze Zeit DRS ziehen und dadurch komme ich auch nicht vorbei. Gut. Dann habe ich es dann doch irgendwie geschafft, weil er sich irgendwie verbremst hat oder so, weil ich auch ein bisschen mal angetäuscht habe, um ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht hat das geklappt, aber sagen kann ich es nicht. Ich bin vorbeigekommen, ja, und dann hat er sich irgendwie dann, ich glaube da nach der zweiten DRS-Zone da, der langgezogene Links-Rechtsknick, da hat er sich, glaube ich, irgendwie selbst weggedreht. Ich habe es irgendwie Ja. nur gesehen, dass da gelb war, aber Hat er den ja. Incurb mitgenommen und dann das Auto verloren, leider. Ja, und dann einfach, ja, gesehen, Aqua fährt da alleine dann weg. Fehlerfrei, wie immer. Krasser, der Mann fährt echt gut. Muss man ihm lassen. GG hier an dieser Stelle. Aqua schon mit zum Sieg. Und ja, da war halt nur noch die Taktik dann auch, hinter Marcel bleiben, weil er die 3 Sekunden hat und P2 mitnehmen. Na, der Klassiker, ne? Ich habe halt die Type, ich bin halt, weil du ja eben gesagt hast, unauffällig. Ich bin halt kein Qualifier, deswegen sind meine Startplätze halt immer doof. Aber ich habe halt, wie ich finde, eine ziemlich gute Rennpace, mit der ich halt dann wieder nach vorne komme. Das heißt, wenn ich jetzt auch die Qualifyings hinkriege, dann passt schon. Passt schon, ja. Muss halt mehr trainieren. Und ja, gut. Fangen wir nächste Woche an. Saudi-Arabien, bist du dabei? Wo siehst du dich da? Podium.
Oh, kurze Fühle ich, Knackig. die Strecke fühle ich. Wo Podium? 1 bis 3. Deine Einschätzung? 2. 2, okay. Ist Irgendwo hinter aufgeschrieben. Aqua wieder. Party, auch immer, ne, bitte markieren im College-Block. Ja, darauf erst mal 10 Striche machen. Richtig. Ja, gut, dann, ja, weitere Fragen habe ich nicht. Gibt auch nicht mehr zu fragen. Hier war keine Frage mehr. Danke fürs Kannst du. Kommentieren, wie immer. Und ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und ja. Sehen uns nächste Woche. Ja. Gut, Tschüss. bis Dennis. Wisikowski. Ja, Patti, dann gebe ich jetzt mein RKO an John Cena raus und dann darfst du den Aqua eliminieren im Interview. Wow, also da ich da. Oh mein Gott, da ich der Royal Rumble Gewinner, die Nummer 1. Aqua, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Zu dem danke. Achtungserfolg. Ja, ich glaube, das war alles in allem eigentlich rundum ein zufriedenstellendes Ergebnis für die. Ja, war eigentlich gegen Ende hin Tatsache dann auch noch ein bisschen langweilig, glaube ich jetzt mal, du, also für die, du 2 Sekunden zu rausgefahren und dann hast du halt immer so drinnen ein bisschen in den 2 Sekunden mal plus eins, mal plus minus eins so rumgefahren. Aber erzähl mal, wie war denn das Qualifying, wie war denn das Rennen für die, wie war denn der Battle mit Norman? Jo, also erstmal danke und auch Glückwunsch an alle anderen Fahrer, weil es war echt ein schönes Rennen, finde ich. Ein sehr entspanntes Rennen auch für alle, glaube ich, ohne viele schlimme Vorfälle, wie ich es jetzt mitbekommen habe. Ja, das Qualifying war jetzt nicht so gut. Platz 3, ich weiß nicht, ob es mein schlechtestes Qualifying bis jetzt war. Ehrlich gesagt. Ah, ich hatte einmal DNF schon, aber ja, nee, es war halt okay. War aber jetzt nicht gut. Die Strecke hat mir es auch nicht so gelegen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Silverstone-Fan. Eigentlich schon von der Strecke, aber fahren kann ich sie halt nicht. Und dann, ja, Digga, also Norman, also der war ja 1/9 schneller oder so als ich. Also Junge, wirklich krass. Und auch Menderes mit einer sehr starken Zeit. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Madin da weit hinten ist. Also was ist weit hinten? Der war ja auf 6 oder so. Oder 5, ich weiß nicht genau. Und ja, dann das Rennen. Da kam ich beim Start nicht so gut an beiden vorbei. Dann gab es den Safety Car Restart. Da kam ich dann an Menderes vorbei. Und dann gab es den neuen Safety Car Restart. Und da hatte ich dann echt einen geilen Fight mit Norman. Und das war echt intens. Und als er sich dann gedreht hat, war er auch nur 8 Zehntel hinter mir. Also das wäre echt spannend und eng geworden am Ende noch. Und ich war echt erleichtert, als er dann weg war. Aber es hat mir auch sehr leid getan für ihn, weil der Junge wirklich eine richtig gute Pace hat. Ich finde das richtig schön anzugucken, wie der sich verbessert hat. Das ist wirklich cool und freut mich auch sehr für ihn, dass der jetzt endlich mal gute Ergebnisse hat. Beziehungsweise heute war es ja leider nicht so passend für ihn, aber trotzdem, der wird in den nächsten Rennen auf jeden Fall das ein oder andere Podium mitnehmen und vielleicht auch einen Sieg. Und ja, nur schade, dass Dustin sich halt gedreht hat. Sonst hätten wir heute, glaube ich, auf der KWM auf Platz 1 kommen können. Und in der Fahrer-WM wurde ich jetzt ja auch Erster. Aber das holen wir dann nächste Woche in Saudi-Arabien halt, ne? Also da kämen die großen Versprechen. Erzähl mal, Saudi-Arabien, wie fühlst du dich da? Ja, eigentlich richtig geil. Also ich liebe die Strecke mega. Ich bin jetzt nur länger nicht mehr gefahren, aber wenn wir halt wieder ein bisschen üben. Und dann hoffentlich mal ein gutes Ergebnis zusammen mit dem Dustin, damit wir dann auf Platz 1 sind in der KWM, weil das ist auf jeden Fall das Ziel am Ende der Saison, dass wir mal, weil es wäre unsere erste KWM zusammen. Und das wäre schon sehr cool. Ja, man sollte natürlich immer groß träumen und das darf man auch. Julian, Ja. hast du noch irgendwelche Fragen an den Race-Winner? An den Nee, Mr. Royal erstmal nicht. Rumble-Winner? Nee, Ja, passt, tatsächlich dann nicht. kann ich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke euch, danke. Und wie immer klasse, kommentiert, ne, Jungs? Sehr geil. Ja, was erwartest du anderes von uns? Papa. Nichts, ich erwarte nichts anderes eigentlich. Jo, Jungs, aber ist Ja, egal. dann, Jo. dürfen Sie auch in die Woche starten. Dankeschön. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder auf dem Podium, ne? Ja. Richtig. Ciao, ciao, Jungs.
Sie. Servus. Ja, Body. Was sagst du zum Rennen? Wie immer, ne, relativ unspektakulär. Aber ich sehe So. dafür nächste Woche in Saudi-Arabien ein bisschen mehr Action. Ich hoffe auch mal ein paar, ein Ja. bisschen mehr Leute. Sehe ja. Aber was ich jetzt davor noch sehe, muss ich ehrlich sagen, ein Regenrennen morgen in Großbritannien und übermorgen das Trockenrennen. Darüber werde ich Also den ich bin Stream jetzt. kommentarlos beenden. So ist es. Ja, nee, also ich habe jetzt ja letztes Mal richtig predicted, nur immer, war das Liga 3 Rennen oder Liga 1 Rennen? Beide hatten Regen. Genau, ja. Liga 1 Rennen, da habe ich das ja davor schon prophezeit, dass Regen kommt und Dächer kommen und dann haben wir gefühlt alle Liga 1 Fahrer gehasst. Nein, wie man sagt. Ich kann nur sagen, es hat mal wieder, war mal wieder eine Ehre, mit dir zu kommentieren. Also keine Ehre, sondern eine Ehre. Ehre. Genau. Und morgen Liga 2, übermorgen Liga 1, wir beide mal wieder vertreten, wir beide greifen nach den großen Erfolgen. Und Nach wir den bleiben die großen Sternen, Erfolge zwar aus, ja. aber naja. Können trotzdem mal sagen, war ein cooles Rennen eigentlich und dann sehen wir uns nächste Woche, ne? Kurz und knackig. Süß.